Hallöle, da sind wir wieder zu einem weiteren Ründchen Talisman. So, wir haben ein paar neue Charaktere hier. Mhm. Ja, New Game. Mhm. Ja, und the screen you can, bla bla bla. Nee, wir wollen nicht den Warrior nehmen, sondern... Wollen wir mal den Match ausprobieren? Hatte ich nicht noch Ninja und so ein Kram geholt? Ja, wir hatten noch ein bisschen mehr in Reserve, das stimmt. Na nü. Achso, hier ist er ja. War das nicht neulich noch auf Deutsch? War das letztes Mal auf Deutsch? Ich glaube, es hieß Magier statt Match. Und Papa statt Barbarin. Oder war das auf Englisch? Ich guck nochmal. Settings, Language, Français, Deutsch. Ja, du hast recht. Stimmt. Da hat das wohl ein böser Patch einfach so zurückgesetzt. Schlimm, schlimm, schlimm. Für. Wir als Krauts können doch kein Englisch. Schon steht es auf Deutsch da. Ist das nicht toll? Toll. Ohne Nachschaut. Das hat man allerdings sehr selten. Löblich. So, also wir haben Assassine, Druide, Zwerg, Elf, Ghoul, Barde, Mönch, Priester, Wahrsagerin, Zauberin, Dieb, Troll, Krieger, Magier, Pirat, ja. Und Ninja und Medizinmann. Was hättest du? Doch, machst du doch alle. Welches Schweinel hättest du denn gern? Wollen wir mal den Magier ausprobieren? Der schien die letzten zwei Male als Konkurrent recht mächtig zu sein. Oder hast du bestimmte Prioritäten? Nee, aber ich könnte jetzt vielleicht irgendwelche Charaktere nehmen, die wir nicht schon auch mal als Gegner hatten. Achso, na, wir können ja mal den Piraten nehmen. Jarr. Jarr. Mal schauen, was der drauf hat. Auswählen. Stehen die Erweiterungspakete zur Verfügung? Kannst du unaufgewählte Spieler in den Spielen interagieren? Ja. So, KI-Spieler. 3 Stück. Ja, das klingt. Was wollen wir denn denen als Gegnern geben? Haben die schon eine Vorauswahl, eine zufällige? Ja, die gleiche, die wir letztes Mal hatten. Ja, da vielleicht was anderes. Da könnten wir zum Beispiel mal eine Zauberin nehmen. Moment. Um mal den Magier auszutauschen. Zauberin. Auswählen. Druide und Magier. Den Druiden ersetzen wir mit. Einem Krieger? Was war denn hier der Krieger? Oder haben wir den gerade erst weggesetzt? Oder Warrior? Kann das sein, dass das der Barbar ist? Ne, den Barbaren hat man auch schon als Gegner. Hier, okay. Und den Magier ersetzen wir als... Medizinmann? Medizinmann, der war irgendwie hier unten, ne? Alter, war glaube ich der letzte in der Liste. So, 3 Gegner reichen? Ja, locker, locker, locker. Alternatives Ende, was ist das denn? So, Spiel starten. Das müssen sie heimlich reingepatcht haben. Bin doch rücks. So, abgehe ich von deiner Gesinnung. Gut, du hast Friedhof. Achso, der Friedhof, ja. Das wissen wir ja alles, was das Ziel des Spiels ist. Genau. In die Mitte kommen. Ja. Ach stimmt, ich habe das letzte Mal noch auf meinem alten Rechner gespielt. Ah, deswegen klingt der jetzt. Deshalb ist das gut. So, wir fangen an. Wir würfeln uns eins. Die 3. Wo stehen wir denn überhaupt? Ach hier. So, wir können jetzt in das Flachland oder das Flachland. Wir nehmen mal das Flachland. Jo. Du erfährst auf allen Feldern Spiel, was passiert. Ja, das wissen wir ja. Aber das aber auch die Tutorial-Meldung, weil wir es halt noch nicht auf diesem Weg reisen. Aus den meisten Fällen ist es erforderlich, eine oder mehr Abenteuerkarten zu ziehen, bla bla bla, ja. Pick one Adventure Card, ein Beutel voll Gold. Den nehmen wir gerne. Du bekommst ein Goldstück. Nachdem du eine Abenteuerkarte gezogen hast, ja. Gegenstand nehmen. Stimmt, muss ich ja noch. Zug beenden. Jo. Okay. Die
Zauberin versucht ihr Glück im Dorf. Mhm. Da konnte man Dinge tun. Ich glaube auch. Der Krieger versucht sein Glück in den Hügeln. Und der Medizinmann. Auch in den Hügeln. Aha. Und findet ein Runenschwert. Die Sau. Dafür hätte sich der Krieger jetzt gefreut. Wir haben eine 1. So, wir können jetzt entweder mit dem Krieger uns prügeln oder wir gehen ins in die Wälder. Dann gehen wir doch mal in die Wälder. Ein wilder Riesenaffe terrorisiert diese Gegend. Er bleibt hier, bis er getötet wird. Fortsetzen. Du hast diese Karte gezogen. Erkunden. Wer Feinde begegnen, bla bla bla. Ja, doch. So, wir prügeln uns. Wir haben Stärke 4, er hat Stärke 3. Das sollte eigentlich klappen. Wir würfeln eine 3. Dein Gegner macht mit einem Wurf einen Würfel. Ja, ist okay. Ja. Er würfelt eine 4. Gleichstand. Unentschieden. Doof. Wir können jetzt entweder nochmal würfeln oder fortsetzen. Ich würde mal auf normal würfeln gehen, weil so ist es ja unentschieden und der Kampf bringt gar nichts, ne? Und wir haben die 2, das heißt, er gewinnt und wir verlieren ein Leben. Pech. Du hast dein Leben verloren. Naja. Nee. Heiliger Gral. Nehme ich doch an. Die Zauberin. Achso. Mist. Aha. Medizinmann und Zauberin prügeln sich. Mhm. Sehr gut. Runenschwert gegen Heiliger Gral. Aha, die sind unentschieden. Aha. So, wir würfeln uns 1. Genau. Eine 1. Ja, danke. Flachland. Ein Schrein. Der Schrein bleibt für den Rest des Spiels hier liegen. Ah ja, genau, da können wir uns 1 würfeln. Eine 5. Du hältst einen Lebenspunkt. Yay. Den können wir gut brauchen. Zug beenden. Ja, ja. So, die Zauberin würfelt sich 1. Und zieht in die Wälder. Und bekommt 2 Goldstücke. Auch nicht schlecht. Stummfall, Heiler und solche Leute wollten ja alle. Der Krieger zieht ins Flachland und kriegt eine Wasserflasche. Aha. Aber warum nicht? Der Medizinmann. In die Ruinen. Aha, zieht ein Goldstück und eine Wette. Und wird in eine Kröte verwandelt. Haha. Eine 6. Wir können in die Felder oder die anderen Felder. Ich entferne mich mal ein bisschen von denen hier. Ja, und der Sippe. Und versuchen wir uns mal Richtung Mittlerrochen, glaube ich, durchzuschlagen.
Eine Fee sucht nach einem Champion, der auf den ersten guten Spielerfall, dann erfüllt sie folgende Wünsche, bevor sie Ablagestapel verschwindet, erhält einen Zauberspruch, ein Geschenk. Okay. Fortsetzen. Erkunden. Die Fremden, denen du begegnest, können sich unterschiedlich auf deine Figuren auswirken. Manchmal hängt der Effekt von der Gesinnung ab. Jo. Hatten wir die eigentlich festgelegt oder liegt die am Charakter? Ah, die sind böse, dadurch hilft die uns leider nicht. Ah, das ist natürlich doof. Mhm. Die Zauberin hat einen Sumpf gezogen. Der Feuersumpf. Gut, ein feines Haus würde ich jetzt hier nicht gerade bauen wollen, aber so schlimm ist es eigentlich nicht. Der Krieger würfelt gegen die Vettel, hat gewonnen und bekommt auch noch ein Goldstück. Der Sack. Und der Medizin muss er aussetzen, ne? Als Kröte ist jetzt, glaube ich, die Kröte hat jetzt einen Drachen gezogen. Haha. Sie verlieren. Ja, da brauchst du gar nicht erst würfeln. Ja, als Kröte musst du es gar nicht ausprobieren. Wie viel hast du? Eins oder zwei? Eins. Und der Drache hat sieben. Also das funktioniert ja schon mal überhaupt nicht. Zumal der Drache ja auch noch einen Würfel kriegt, ne? So, wir haben die Eins. Wir können entweder hier hin oder hier hin. Wir gehen mal hier hin. So, was haben wir denn hier in der Stadt? Stadt ist immer gut. Auf diesem Feld musst du schon besuchst du den Doktor, blablabla, Alchemist und so weiter. Wollen wir mal den Alchemisten ausprobieren? Fortsetzen. Der Doktor brauchen wir ja nicht. Wir sind ja gesund. Dann würfeln wir uns eins. Wir würfeln eine 2. Du verlierst einen Stärkepunkt. Scheiße. Wir können mal erneut würfeln. Noch eine 2. Du verlierst einen Stärkepunkt. Danke. Die Stärke und ihr Talent können nicht unter ihre Ausgangswerte fallen. Ach. Das ist aber schön. Also können wir gar keine Stärkepunkte verlieren. Nee, wir konnten nur gewinnen. Das beruhigt. Also, sobald du halt irgendwelche Buffs durch Items bekommst, geht's halt wieder bergab, ne? Aber macht er nichts. Der Krieger würfelt beim Schreien. Und hat natürlich was gewonnen. Ja, natürlich. Die Kröte zieht gegen den Oger in den Kampf. Das ist eine sehr mutige Kröte. Die braucht eine 6, sonst hat sie verkackt. Und sie hat verkackt. Das war absehbar. Trotzdem, sehr mutige Kröte, das muss man ihr lassen. Sie verlieren. Und gegen die Vettel. So, wir würfeln uns eins. Eine 5. So, wir können jetzt entweder dem Krieger eins aufs Maul geben. Oder wir verkrümeln uns in die Felder. In die Felder, würde ich sagen. Wir sind, glaube ich, nicht so der kämpfende Typ. Hierher reisen. Eine Adventure-Card ziehen. Sei gerne. Ein angriffslustiger Bär. Rum. Naja. So, Stärke 4, er hat Stärke 3. Würfeln. Eine 1. Ja, danke. Er würfelt auch eine 1. Ne? Da haben wir auch nochmal Glück gehabt. Da haben wir nochmal Glück gehabt. Fortsetzen. Das war knapp. So, die Zauberin würfelt eine 6 und verkrümelt sich in die Felder. Gab's ach, die lässt die gute Fee in Ruhe, ist ja ein Ding. Aha. Gab's eigentlich was für das Bärchen? Loot. Ja, wir haben einen starken Punkt gekriegt. Ah, sehr schön. Ah, der Krieger prügelt sich mit dem Hobgoblin. Durfte er gewinnen. Müsste eigentlich. 5 gegen 3. Nein. Ja, okay. Gut. Der würfelt auf eine 5 hoch. Ja, das. Naja. Und den Goblin umwämmst. So, die Kröte. Ein Trainer. Da bringt dir auch nichts, Kröte.
So, wir haben eine 6. Deine Augenzahl reicht, um eine Überquerung der Brücke zur mittleren Region zu wagen, wo allerdings ein mächtiger Wächter auf dich wartet. Der Wächter greift immer dann an, wenn eine Figur versucht, die Brücke zur mittleren Region zu überqueren. Nee. Das ist immer noch nicht stark genug, war. Ja, der hat 9. Also oh ja, wir sind bei 4. Ist zu glücksspielig. Nee, das machen wir mal nicht. Was ist denn, setze die Segel? Außenrum? Wir ziehen mal in die Felder. Ja. Ich glaube, wir können als Pirat rüberschippern über den Fluss, wenn wir eine 6 würfeln. Genau. Prinzessin, im Schloss werden dir 2 Lebenspunkte kostenlos geheilt. Na, dann machen wir das doch. Eine schöne Metapher. So. Die Zauberin prügelt sich jetzt mit dem Torwächter. Und kriegt erstmal einen Goldesel. Glückwunsch? Ach nee, sie muss nicht. Doch, warte mal. Wo wird eine 5? Nee, sie muss nicht überqueren, wenn sie nicht will. Nö, ja, müssen die anderen ja auch nicht. Ja, 2 Gold gefunden. Der Krieger und der Medizinmann. Zerstört die gute Fee. Mhm. Ist auch nicht nett. Die arme Fee. Du Arschloch. Die hätte sich noch so oft bücken können. Und der Süße ist auf dem Friedhof. Mir passiert nichts. So, wir haben eine 5. Wir können entweder uns mit der Wette prügeln oder in die Kapelle. Gehen wir mal in die Kapelle. Ah, wir sind böse. Ah, okay, probieren wir es. Ach so. Okay. Stimmt, da müssen wir eigentlich auf dem Friedhof oder so, ne? Fortsetzen. Ja. Wir haben ein Leben verloren. Ja, okay. Mist. My bad. So, wer hat jetzt, was sie macht hier? Die Zauberin hat jetzt irgendwas gemacht. Ich konnte es nicht erkennen. Aha. So, na toll. Der Krieger prügelt sich jetzt erstmal mit uns. Ja, bin ich ja mal gespannt. So, der Krieger hat eine 4 und hat einen Wert von 8. Das heißt, wir brauchen mindestens eine 4. Haben eine 3. Nein. Erneut würfeln. Eine 1. Ja, danke. Ich habe erstmal ein Goldstück gewonnen und ein Leben verloren. Aha. Als Trostpreis. Ja. Ist auch nicht vom Kriecher. Und dass uns langsam das Leben etwas ausgeht. Doppelgänger. Der Medizinmann. Kämpft jetzt quasi gegen sich selbst. Mhm. Und verliert. Oh. Den Ähnlichkeitswettbewerb haben sie selber verloren, das ist schon hart. So, wir haben eine 5, wir können in die, ja, diesmal mal in die Felder. Und ziehen eine Abenteuerkarte. Oh, ein Geist. Na dann. Wie stark ist der? Talent 4. Was haben wir denn als Talent? Eine 2. Jetzt geht das hier los. Wir haben den Talent eine 6 gewürfelt. Dem Geist. Ja, schönen Dank auch. Na, dann kann man es auch gleich lassen. Also der Geist hat eine 6 gewürfelt. Ja, das heißt, er hat ja... 10. Ja. Ja. Sind ja nur W6. Hey.
Zauberin hat einen Talisman gekriegt. Roll Credits. Schön für sie. Der Krieger kriegt einen Pixie. Eine Fee. Und der Medizinmann prügelt sich mit der Zauberin. Mhm. So, wir würfeln eine 4. Wir können entweder uns im Sumpf prügeln oder mit der Doppelgänge. Ach nee, mit dem Trainer. Da können wir irgendwas. Dann probieren wir mal zum Trainer zu kommen. Genau, hierher reisen. Da können wir nämlich. Was ist denn beeindrucken? Keine Ahnung. Ende des Zuges. Aha. In der Weise können wir die Geschwindigkeit der KI-Gegner verändern, okay? So, Zauberin kämpft jetzt gegen den Keiler. Der Keiler. Wir haben die Trainerkarte jetzt quasi vernichtet. Aha. Wow. Die Zauberin hat gewonnen. Gut, die anderen können jetzt auch alle nicht mehr zum Trainer, aber... Ich wusste gar nicht, dass das geht. Müssen sie nicht reingepatcht haben. So, der Krieger prügelt sich mit einem Geist und gewinnt. Gerade schön so. Für ihn. Hauptsache überhaupt. Der Medizinmann. Was macht der denn da jetzt? Heilt er uns? Das war auch nicht von ihm. Bösen Menschen geht's immer gut. Nee, der wendet irgendwelche Zaubersprüche an. Geht dir früh. Aha. Irgendwas hier wurden, ich konnte aber nur, ich glaube, nur einen Zauberspruch. So, 5. Wir können uns mit dem Medizinmann auf dem Friedhof prügeln oder gegen den Riesenaffen. Stärke 3. Wir haben eine 4. Dann machen wir mal den Riesenaffen. Vielleicht klappt es ja diesmal. Wenn es unentschieden ist, geben wir uns damit zufrieden, würde ich vorschlagen. Naja. Die haben keinen Zauberspruch. Wir würfeln eine 6. Ja, das hat sich dann erledigt. Das sollte bequem reichen. Der würfelt auch eine 6, reicht trotzdem. Nicht. Doch, doch. Naja, für ihn nicht. Ja, eben. 4 plus 6 und 3 plus 6. Warum hat sich den Affen erlegt? Und, was gab's Schönes? Ach Gott, gibt doch keinen Stärkepunkt dazu. Ah, man gewinnt einfach nur und das war's. Aha. Sauerei. Ich glaube, beim Trainer gab es Stärkepunkte. Stärkepunkte. Leben, Stärke und irgendwelche Zaubersprüche oder so. Oder Fähigkeiten. So, der Medizinmann haut ab, zieht eine Karte und bekloppt sich jetzt mit dem Geist. Mal wieder. Und verliert. Haha. Ah. So, wir sind wieder dran. Wir würfeln eine 2. Wir können entweder ins Dorf oder in das Flachland. Probieren wir mal ins Dorf? Nee, Taverne, aber Taverne geht ja auch. Sind wir nicht so. Besuchen Sie den Schwarzmarkt oder würfeln wir um unser Glück? Ich würde mal den Schwarzmarkt heimsuchen. Ich glaube, wir haben nicht gerade wenig Kohle. Und ein gutes Item okay. Wäre immer ganz praktisch. Dann können wir den Trainer hier hinpacken. Ah ne, den können wir verkaufen. Ah. Oh, dann verkaufen wir doch mal den Trainer gegen Gold. So. Haha, noch Profit aus der Karte geschlagen. Ach, den haben wir mitgenommen. Ja, als Sklaven. Okay, auch nicht schlecht.
Ja. Win-win. Die anderen können nicht mehr trainieren und wir hatten einen Sklaven. Auch gut. Ah, der Krieger prügelt sich jetzt mit dem Drachen. 6 versus 7. Na, das ist eigentlich recht fair. 11 gegen 8. Ja, okay, Krieger hat gewonnen. Jo, Glückwunsch. Deinen ersten Drachen erschlagen. So, Medizinmann. Würfel zweimal. Stimmt das? Ja, doch, da. Und prügelt sich mal wieder mit einem Geist. Mhm. 6 gegen. 6. Unentschieden. So, jetzt sind wir wieder dran. Wir würfeln eine 5. So, wir können entweder in die Felder, wo der Doppelgänger ist. Also müssen wir mit Glück würfeln. Oder? Magischer Fluss. Probieren wir nochmal. Hier gibt es 4 Stärkepunkte. Oh, oh ja. Oh ja, den brauchen wir dringend. Hierher reisen. Gewinne einen Stärkepunkt dazu. Ja. Zug beenden. Sehr schön. Stimmt, jedes Mal, wenn du hinkommst, kriegst du einen Stärkepunkt, bis alle seine 4 aufgebraucht waren. Oh ja. Das ist dringend wichtig. Oh ja, oh ja. Oder um mal in Charakter zu bleiben. Ja. So. Jetzt prügelt er sich mit uns, der Krieger. Jetzt bin ich aber und holt sich erstmal einen Stärkepunkt. Jetzt ist es 7 gegen 5. Na, schönen Dank auch. Na gut, wir können immer noch häufig kommen. Wer darf zuerst? Oder nee, er prügelt sich nicht mit uns. Ach, angenehm. Er holt sich nur den Stärkepunkt. Nett von ihm. Muss man schon mal so sagen. Hat er wohl die Wahl, Stärkepunkt oder sich prügeln? So, eine 3. Wir können in die Wälder oder in die Wälder. Wir hauen mal ab in die Wälder. Jo. Eine Riesenschlange, Stärke 4. Na, wir sind ja Stärke 5. Fight! Wir haben eine 3, das ist bei einer 8 und sie hat eine 3, das ist bei einer 7. Wir haben gewonnen, freuen wir uns. Gibt schöne Schlangenschuhe. Schlangenleder. Mantaletten. Und es gab nicht gewonnen, oder was? Du kannst jetzt Trophäen abgeben. Markiere die Karte, die du abgeben möchtest und wähle dann den Haken aus, deine Figur erhält für jeweils 7 Stärke- bzw. Talentpunkte auf den abgegebenen Trophäenkarten einen Stärke- bzw. Talentpunkt. Abgegebene Trophäen gelten als verloren. Alle überschüssigen Stärke- bzw. Talentpunkte, die den Wert 7 oder das Vielfache davon hinausgehen, gelten ebenfalls als verloren. Aha. Trophäen eintauschen. Haben wir überhaupt Trophäen? Eine Figur erhält jeweils 7 Talentpunkte auf den Trophäenwert. Kann ich schon? Ich hab da erst 3. Es scheint wohl irgendwelche Trophäen zum Einsammeln zu geben. Und je nachdem, die sind halt alle irgendwie bestimmte Punkte wert. Und wenn du 7 von den Punkten zusammen hast, kannst du so viele abgeben. Schwierig. Nee, geht noch nicht. Zug beenden. Dachte ich mir beinahe. Ach. Die Magierin hat einen Prinz, die Zauberin hat einen Prinz gefunden. Oh, Prinz. Da reißt sie dann enorm mit ein und die ist so schön für einen aufs Maul hauen. So. Der Krieger zieht in die Taverne. Und darf nochmal würfeln. Oder? Nee, doch nicht. Der Medizinmann schnappt sich die Fee. Mhm. Und wir würfeln uns eins. Eine 4, ja. In die Stadt oder prügeln? Prügeln! Also mit wem überhaupt? Mit der alten Wettel. Probieren wir die mal.
5 versus 5. Würfeln. Geh erstmal gegen den Oger. Wir würfeln eine 1. Er würfelt eine 4. Wir würfeln mal nochmal. Es kann noch besser werden. Wie? Wieso kann ich jetzt nicht nochmal würfeln? Ich glaube, du kannst nur nochmal würfeln, wenn du angegriffen wurdest, oder? Und jetzt die Wette. Wo kommt der scheiße Oger auf einmal her? So, die Zauberin prügelt sich mit dem Medizinmann. Was hat die Wette gemacht? Nicht oder was? Nee, irgendwie nicht, die es gibt. Hm. So, der Medizinmann wendet einen Zauberspruch an. Der Krieger würfelt eine 2. Der Medizinmann eine 4. Hat einen Talentpunkt mehr, also einen Stärkepunkt. Haut dem Krieger eins aufs Maul und raubt ihn komplett aus. Aha. Stimmt, das ging ja hier auch. Und der Medizinmann prügelt sich jetzt mit einem Riesen. Das ist ein Riesenmonster. So, eine 5 und der wird eine 3. Aha, Medizinmann verliert ein Leben. Denn der Riese hat an sich schon ganz schön eine Riesenmenge Stärkepunkte. Blöb. So. Der Krieger hat 8 Leben. Hä? Das sollte man als Krieger sich als Zauber auch. Friedhof. Ich wollte mal Friedhof ausprobieren. Wenn wir sowieso böse sind, kann es uns dann noch gut gehen. Fülle Schicksalspunkte auf. Genau. Oder bete. Nee, ich fülle mal Schicksalspunkte auf. Was auch immer die machen, wenn man sie braucht. Ah, die Kriegerin muss einmal aussetzen. Aha. Der Krieger. Und Zauberin. Jetzt prügelt sich der Krieger mit uns. Was soll denn das? 7 versus 5. Sauerei sowas. Also wirklich mal. Der hat denn eine 6? Ja, damit hast du eigentlich... Ja, auch nicht. Eine 6. 11 gegen 10. Ha! Wir hauen ihm eins aufs Maul. Du hast gewonnen. Entscheide dich, ob du dem Verlierer einen Gegenstand oder falls du lieber ein Goldstück bekommen möchtest oder zwinge dem Verlierer ein Leben abzugeben. Gegenstand. Er hat eine Wasserflasche und ein Goldstück. Wir nehmen mal die Wasserflasche, die können wir in der Wüste brauchen. Jo. Fortsetzen. Wie war das? Also ihr fand das, dass man in der Wüste pro Runde ein Leben verliert oder so, ne? Hm. Sehr gut. Ich meine nicht, dass wir jemals da durchkommen werden, aber wir haben nur noch ein Leben. Genau wie der Medizinmann. Ah. Wir sollten uns langsam mal irgendwo heilen. Wir kriechen also auf dem Zahnfleisch. So, die 5. Wir können in die Felder, was haben wir hier? Zeige Karte. Ein Geist mit Talent 2. Ja, das können wir nicht machen. Versuchen wir mal dem Geist einer auszuwischen. Weil selbst wenn wir nur eine 1 würfeln, braucht der Geist schon eine 4. Oder eine 5, also. Würfeln. Wir würfeln eine 5. Na, gut. Das sollte ja aber geklappt haben. Er würfelt eine 4, damit hat er 1 weniger. Ja, das ist uns egal, die Ausgangswerte reichen. 5 zu 2, ne? Hm. So, Zug beenden. Ein Stärketrank. Die Zauberin. Aha. So, der Krieger ist dran. Würfelt eine 6. Würfelt nochmal. Eine 1.
Er kann sich prügeln oder prügeln und jetzt kann er sich prügeln oder prügeln. Ja, schönen Dank auch. Tja. Ein Räuber. Ein böser Räuber. Der Krieger gegen den Räuber. Ja, er gewinnt aber locker. Ja. Halt, im Namen der Tisches, Bruderschaft. Was? Genau. So, Medizinmann. Nein, der holt sich noch einen Talentpunkt, einen Stärkepunkt. Okay. Ach, jetzt ist das Ding auch weg. Scheiße. Dann mach ich schon Schluss, oder was? Ja, drei. So, wir können jetzt in die Taverne oder ins Dorf. Geh mal ins Dorf, ich glaube, da ist ein Heiler. Ich hoffe nur, er nimmt uns auch an. Auf diesen Fall musst du dich einen Besuch beim Schmied, musst du mindestens 2 Goldstücke haben. Heiler zu besuchen, musst du genügend Gold besitzen, mindestens ein Leben verloren haben. Was Mystiker angeht, kannst du jederzeit aufsuchen. Heiler. Also Heiler, ja? Ja, wir brauchen dringend Leben. Wähle die Anzahl der Leben, die du regenerieren möchtest. 3? 3 können wir maximal fortsetzen. Ha! Sehr schön, wir sind wieder auf 4 hoch. That was close. Ja. Spielen hier eine Viertelstunde mit deinem Lebenspunkt vor uns. Ja, aber da lebt es am entspanntesten. So. Oh. Die Magierin, Zauberin hat den Weg in die mittlere Ebene gewählt. Stimmt, die hat ja auch, glaube ich, einen Talisman. Naja, die durfte. Stimmt, da ging es, glaube ich, ohne den Wächter. Beziehungsweise wir hätten ja auch übersegeln können. Egal. So, der Krieger prügelt sich mit dem Sumpf. Wie auch immer das funktionieren soll. Mit dem Sumpf oder im Sumpf? Mit Nagern außergewöhnlicher. Es gibt doch keine Nager außergewöhnlicher. So, der Medizinmann mit einem Löwen. Wow. Und wird gewinnen. Da rutscht er aber auch die ganze Zeit auf seinem einen Lebenspunkt durch die Gegend, ne? Oh nein! Er hat verloren! Haha! Ja, damit ist er ja weg vom Fenster, oder? Eigentlich schon, ja. Und nicht noch irgendwelche. Spieler 4 hat ein Leben verloren, er ist auf 0. Und weg ist er. Liegt denn nicht eigentlich sein ganzes Zeug dann darum? Ich glaube schon, also wenn wir es schaffen, da hinzukommen, dann würde ich das mal probieren. Allerdings ist halt noch ein Löwe drauf, ne? Oh, ich meine, wir haben Stärke 5 und 4 Lebenspunkte. So, wir können Doppelgänger oder mit einem Schämen. Ich wollte mal den Schämen probieren. Oder erneut würfeln. Ja, kannst du auch erneut würfeln. Machen wir mal erneut würfeln. Wieder eine 1. Ja, aha. Danke. Ja, also dann halt schämen. Talent 2 gegen Talent 3, würfeln. 2, ach, jetzt muss der eine 1 kriegen. Ja. Kriegt aber eine 3. Scheiße. Ach stimmt, Geister würfeln ja nach Talentpunkten. Noch eine 2, ach. Ich glaube, die Wiederwürfel-Engine ist nicht so zufällig, wie sie sein sollte. Und schon wieder ein Leben weg. Ja. Zauber und zieht in die Hügel. Findet ein Oger. Ja, der hat wenigstens noch Stärke aufs Maul. Da dürfte man eine realistische Chance haben. Und sie kriegt trotzdem wieder aufs Maul. Ach ne, sie würfelt neu. Jetzt kriegt sie es hin. Glückwunsch? So, der Krieger düst zum Dorf, besucht den Schmied und holt sich eine Axt. I'm a big dumb barbarian. I have a god named Quom. Beware my axe. Wieso ist denn der Medizinmann wiederbelebt worden? Keine Ahnung, du konntest dich einmal retzen lassen oder so. Irgendwas war. Das ist echt wieder da. Scheiße. What the fuck? Aber halt auf Ausgangsstatus, ne? K.
keine Items und nichts mehr. Ah, die Kapelle verlieren wir Leben. Nee, die sparen wir uns mal schön. Also prügeln wir uns mit der Wettel. Ja. Aber erstmal mit einem Ogre. 3-3 unentschieden. Hm. Quelle der Weisheit. Ah. Gehen wir doch mal hin. Oh ne. Gehen die hin. So, der Krieger geht in die Taverne und prügelt sich mit einem Bauern. Das sollte ja wohl easy laufen. Ja, brauche nicht mal würfeln. Ja eben. Den guckt er nur mal böse an. Ah, Medizinmann verliert gegen den Doppelgänger. So, wir. Ja, wir düsen mal ins Dorf. Jo. Vielleicht gibt's ja bei uns was Schönes für den Schmied. Der Mystiker. Oder so. Na, eins. Ich werde jetzt böse, da bin ich doch. Achso, der konnte die Gesinnung ändern, ne? Genau. Ja, neutral wäre vielleicht nett gewesen. Böse sind wir schon. Danke. Hey, die Zauberin ist wieder außen. Rausgeflogen. Und prügelt sich jetzt mit dem Doppelgänger. Und gewinnt. Glückwunsch. So, der Krieger zieht eine Karte und kämpft gegen den Dämon. Talent 10, na viel Spaß. Sportlich? Du hast Talent 3. Ach, auch noch über Talent. Mit Stärke wäre es ja halbwegs ausgeglichen, aber. Oh, jetzt hat er nur noch 7 Leben. Ja. Toll. Das war absehbar. Wir ziehen mal einen düsteren Friedhof. Ist der böse? Okay. Ja. Und dann sollte ihm da eigentlich ganz gut gehen. Und zieht Karten, Zauberkarten. So wird eine 2. Man kann jetzt irgendeinem eine reinwirken. Wählt den Krieger. Ja, nicht uns. Macht einen Zufallszauberspruch. Das kam ganz schön überraschend. So wird eine 2. Du wirst 3 Runden lang zu einer Kröte. Der Krieger. Scheint so. Ah. So, wir haben eine 2. Wir können uns jetzt entweder mit dem Medizinmann prügeln oder in die Wälder abhauen. Wir holen mal in die Wälder ab. Ja. Medizinmann habe ich für Stärke 5. Doch, das machen wir mal. Figur gegenübertreten. Kampfstärke, genau. Da hat er nämlich ziemliche Arschkarte. Ja, beim Zaubern waren wir dran, so. Eine 1. Haben wir. Haben wir gewürfelt. Er würfelte 2, das reicht trotzdem. Ich wollte gerade sagen, zum Glück ist das so ein schwaches Hemd. Fortsetzen. Und wir knüpfen ihm ein Goldstück ab. Na mein. Sehr schön. Kann man auch gut gebrauchen. Trophäen eintauschen. Wir haben 4. Ich glaube, wir brauchen insgesamt jeweils 7 Stärke oder Talentpunkte. Hm. Dann kannst du das erstmal eintauschen. Du brauchst immer vielfach, also dann auf 14 oder 21. Lemur. Was ist denn ein Lemur? Das ist das Vieh, was auf dem Baum lag,
Und als es aufgehört wurde zu kraulen, böse geguckt hat und sich mit den Ärmchen auf den Rücken geklopft hat. Warte, kraulen! Aber das ist doch kein Geist. Nee, eigentlich ist das so ein kleiner Affe, so ungefähr 30, 40 cm hoch. Und er steht. Kann ziemlich böse gucken, aber ist jetzt nicht gerade furchteinflößend. Ah, der Krieger baut sich einen Floß. Schippert drüber, in die mittlere Ebene. Da hat jemand den 6 gewürfelt, würde ich sagen, was? Der Medizinmann wendet einen Zauberspruch an. Aha. Weissagung. Was macht er jetzt da? Was macht er? Der Medizinmann denkt nach. Was hat er jetzt getutet? Keine Ahnung, er denkt sich halt an. Mit 3 gewürfelt. Und bekommt ein Goldstück. Ja, wie gewonnen, verloren, so gewonnen. Plus minus 0, ist auch nett. So, wie eine 3. Hauen wir die Medizin mal wieder ein aufs Maul? Oder? Wir können uns im Sumpf rumärgern. Nee, wir hauen mal die Medizin mal ein aufs Maul. Das ist, glaube ich, relativ leicht unsicher, ja. Figur gegenübertreten. Kampf, Stärke, jawoll. Ah, ja. 5 versus 2. So, wir würfeln und wir würfeln eine 6. Ja, da hat er schon mal verloren. Sportlich. Besser als die 1 eben, da hat er noch eine Chance gehabt. 4. Und wir knüpfen ihm sein Gold wieder ab. Wie gewonnen, so zerronnen, würde ich sagen, lieber Medizinmann. Haha. Manchmal hast du Pech und manchmal gewinnen die anderen. So, die Zauberin geht auf den Friedhof. Okay, ist nicht gut. Ich wollte auch gerade sagen. Das kann nicht gut für sie enden. So, der Krieger versucht sein Glück nochmal mit dem Floß. Schon wieder? Und das nicht gerade eben was? Düst in die Oase. Und findet einen Helm. Schön für ihn. Und gewinnt einen Lebenspunkt dazu, weil er Teich des Lebens gezogen hat. Gefunden hat. In der Oase. So, Medizinmann düst ins Dorf. Lass wahrscheinlich einmal heilen. Würfelt eine 5 und erhält einen Talentpunkt. Auch nicht schlecht. So, wir würfeln eine 5 und können Quell der Weisheit, ja, hierher reisen. Ja, probieren wir es mal. Gewinne einen Talentpunkt, genau. Aber gern. Zug beenden. Weil wir ganz schön talentarm sind. Jetzt haben wir 3. Ja, Mann. Das sind dann, glaube ich, die Magiepunkte und so, ne? Hm. Deshalb treten wir Feinden auch gar nicht direkt gegenüber. Statt Hex-Hex zu machen. Wegelagerer. Der Krieger kämpft gegen Wegelagerer. Das ist der Kumpel vom Räuber. So, der Medizinmann kriegt ein Schild. Wir würfeln eine 2 und können in der Kapelle ein Leben verlieren oder auf dem Friedhof. Wir gehen natürlich auf den Friedhof. Da ist echt mehr für uns los. Fortsetzen. Fülle Schicksalspunkte auf. Ja. Gerne. Wieder auf 3. Zug beenden. Na, immerhin. Ich glaube, die Schicksalspunkte sind sowas wie die Continues. So, die Zauberin kämpft jetzt gegen ein Tier. Tier. So. Mhm. 9 versus 9. Unentschieden. Ganz schön kräftig ist hier. Ach, der Krieger ist wieder zurück. Aha. Und holt sich einen Talentpunkt. 3. Friedhof. So, und? Will er sich mit uns prügeln? Der Fluchschlag 6. Aha. Er verscheucht uns. Mehr nicht. Kann man gelten lassen. Eine 1. Mhm. Was ist hier? Zeige Karte, was ist denn da? Ein Schrein. Jo, auch nicht. Würfel mal. Wir würfeln eine 5. Du hältst einen Lebenspunkt. Ja, gerne. Sehr gut. Immer bei 4.
Ist immer wieder voll, sehr schön. Das zieht sich. Wir waren noch kein einziges Mal im mittleren Ring, ne? Nee. Wir werden die sowieso nicht gewinnen. Naja, das sowieso nicht, aber. Die anderen stellen sich auch irgendwie alle ganz schön an heute. So, der Krieger ist im Dorf, besucht den Mystiker und erhält einen Talentpunkt. Ja. Schön für ihn. Wollte gerade sagen, hat aber nochmal Glück gehabt. Das ist kein Stärkepunkt war. Medizinmann denkt nach. Und zerstört irgendwas. Das ist ungünstig. Und was machst du jetzt? Medizinmann nimmt einen Spieler ins Visier, den Krieger. Na, meine ich uns. Und knüpft den Medizinmann, klaut etwas vom Krieger. Ah. Eine Axt. Beware my axe. Jetzt steht der arme Krieger ohne Axt da. Nee, er hat noch zwei Äxte gehabt. Ach ja, zwei. Ja, jetzt hat er noch einen. So, ist ja okay. Zieht er noch in den Wald und trifft einen Engel. Mhm. Und verliert einen Lebenspunkt. Haha. Ah. Ganz schön mächtig. Wir machen mal an der Stelle eine Pause. Oh ja. Und im nächsten Video weiter. Bis gleich. Bis gleich.